Hallo und herzlich willkommen hiermit zum nächsten Let's Play von Tanki. Und heute sind wir gleich mal in der Garage, weil ich euch eine kleine Waffe vorstellen wollte. Weil es gab eine Wunschkombination, die Gabi T. Sie meinte, ich soll mal mit der Firebird Hornet spielen, mit Schlick. Die Firebird kostet auf M1 710. 1094.600 auf M2 und 250.000 auf die M3 Stufe. Ist gar nicht so wenig, aber wenn man die Waffe schon hat, wenn man die Kristalle hat für M3 Stufe, macht die auch natürlich Spaß, die Waffe. Die habe ich zurzeit doch kaum Mikro verbessert, eigentlich gar nicht, das kann man gar nicht verwenden für Mikroverbesserung. Der Hornet, der kostet, dessen Ecke billiger als Firebird. Der kostet aber in der M1-Kombination dafür schon ein bisschen mehr, dafür schon 23.100. M2 kostet Spaß 70.500 und M3 158.300. Die Schlick kostet, keine Ahnung was die jetzt kostet, aber ist ja auch egal. Die Schlick, ich spiele jetzt mit der Schlick zusammen, die hat normalen Schutzfaktor 25, 50, 25. Und na klar, gucken wir auch mal in die Mikroverbesserung rein. Wir haben hier die Firebird M3. Der Schaden kostet fast 400.000 Kristalle. Das ist ja unnormal ohne Rabatte. Man muss da schon auf Rabatte warten. Die Durchladung dafür mit 49.000 billiger. Ganze Ecke. Und die Drehgeschwindigkeit mit 246.000. Ob man die voll macht, das muss man sich ehrlich gesagt persönlich überlegen. Schussweite kostet 98.000, das kann man auch noch bezahlen. Und danach Brennschaden auch nochmal seine stolze 196.000. Das ist eine verdammt stolze Summe, was man für die Firebird zahlen muss. Jetzt habe ich aus Versehen vergessen, die Hornet aufzumachen. Deswegen gehen wir hier selber schnell mal drauf. Der Hornet von Panzerung kriegt da am Anfang hat die Hornet 166,3 HP. Also mit voller MV hat er zum Schluss 210 und kostet durch Spaß schon 36.000 Kristalle, 680. Und das kann man auf jeden Fall nochmal bezahlen. Das ist nicht so, nicht so wild. Auf jeden Fall kostet nicht schon die Geschwindigkeit 205.000. Das ist schon teurer als der als Panzerung schon. Und die Geschwindigkeit 102.000. Und Masse 100, auch nochmal 102. Und Leistungsfähigkeit 136.000. Die Schlick müsste ungefähr bei 500.000 pro Parameter. So, ungefähr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gucken wir jetzt auch nicht rein. Wenn ich gerne das noch wissen möchte, sollst du in den Kommentaren schreiben. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ich finde jetzt auch schnell eine Schlacht, die ohne MV ist. Ja, hier ist eine, aber die ist voll. So, jetzt nach dem Cut sind wir wieder am Start in einer Coyote CP mit Drax. Das kann ASAC schief gehen. Beides nicht wirklich verbessert. Wir lassen uns überraschen. So, damit schon die ersten zwei Kills erfolgreich gemacht. Das ist ja auch die schönste, auch eine schöne Sache an der Firebird. Der Flächenschaden, dass man mehrere Panzer gleichzeitig abfackeln lassen kann, sage ich jetzt mal. So. Bis jetzt, solange die jetzt nicht dran, die Gegner, dann wird es gehen. Mit unserer eigentlich M3-Kombination. So. Aber wir werden sehen. Eine schöne Goldbox wäre nett. Wenn jetzt hier eine Goldbox kommen würde. Ja, auf jeden Fall, wie man hier schon sehen kann, eine Hornet Firebird bockt schon. Wenn man. Ah, das war jetzt lag. Auch wenn das jetzt nicht wirklich mikroverbessert ist. Aber mit Drugs geht's natürlich. Das gleichen wir es etwas aus. Komm, wir nehmen mal Deckung hinter den. Er hat eine Waldschusswaffe, die also die Twins und die nicht. So, unser Punkt, den holen wir nochmal, erfrischen wir kurz mal. So, den machen wir mal weg, weil der schon etlichen Schaden bekommen hat.
Aber ich würde auf jeden Fall Firebird auf die großen Maps eher auf so eine eher auf große Maps spielen mit einer Hornet was. Und wenn jetzt hier kleinere Maps sind wie Stille, da kann man auch mal ruhig eine Viking Hunter mal benutzen. Mammut, denke ich mal, ist viel zu langsam für den Angriff, bis man mal an der Base der gegnerischen Mannschaft ist. Und dann vergehen Stunden, übertrieben jetzt mal, ohne Speed und so. Aber sonst ist auch auf jeden Fall eine andere Kombination möglich. Allein schon auf Stille, wenn die campen und keine Freeze oder keine Easy da hinten drin haben, dass diesen Flächenschaden, dass sie abbrennen und dann die nächsten Kollegen, wenn die gerade kein Freeze drauf haben, durchziehen können, weil die meisten dann oben brennen und natürlich auch Schaden verlieren beim Brennen. Dann ist es einfacher. So, vielleicht kriegen wir das Doppelschuss und einen schönen Jump. Ja, gut, das Doppelschuss ist zu schnell gefallen. So, aber wir kriegen kein Atom. Wenn wir immer da sind, sind wir schon tot. So, ist jetzt mal eine Heilung dran mal. Weil wir jetzt einmal Atom haben. Wir sehen Flächenschaden natürlich im Vorteil gegen so einer. Ja. Ein Zielwaffe, sage ich jetzt mal, die nur auf einer bestimmten Gegner erst schießen können. Aber dafür, dass wir unsere Firebird so wenig verbessert haben, geht's ziemlich ab. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nie mit gerechnet, dass wir so gut klarkommen. Und wir spielen, denke ich mal, die Runde zu Ende, 7 Minuten 30 oder 100 CP. Das bockt ziemlich, muss man schon sagen. So, komm. Ach mein. Oh, kommt die Firebird runter. Aber erst wenn wir unserem Team hier helfen, dass wir den CP-Punkt auch noch beibehalten. Ja gut, spät gedruckt. Gibt es Nachteile an der Waffe? Klar. Jetzt einer fragt, gibt es auch Nachteile an der Waffe, wenn jetzt so diese stark ist? Klar gibt es Nachteile an der Waffe. Wenn man jetzt, keine Ahnung. Nachteile sind auf Weitschusswaffen, wenn die dich jetzt auf Distanz halten, somit dass die Schaden machen, du aber nicht in der Reichweite bist. Ist echt ein Nachteil, muss man zugeben. Aber so eine Firebird kann auch teilweise praktisch sein. Wenn wir jetzt schon beim Flächenschaden schon mal waren. Zum Beispiel, sagen wir mal, wir spielen eine DM. Jeder kennt das, DM, Goldbox, alle Türmen, alle auf dem Haufen. Kommst mit deiner Firebird von der Seite rein, mit Drugs natürlich, Atom oder so. Und dann lässt du die einfach. Versuchst du die zu killen und dann kannst du noch die Goldbox kriegen und dann läuft das halt. So, jetzt brauchen wir noch 19 CP-Punkte und dann ist auch Handy hier. Ich glaube, das Video kommt so, wir haben jetzt Sonntag, ich denke mal, kommt so gegen Dienstag. Also in 3 Tagen das Video. Weil am Montag will ich versuchen, ein anderes Video hochzuladen. Aber wenn ihr das rausgekommen ist, am Montag kein Video rausgekommen ist, dann wisst ihr, dass ich das nicht geschafft habe oder zu faul war. Nur noch 2. zur Zeit. Wir haben auf jeden Fall einen Punkt von uns erobert. Der ist einfach rechts die Seite müsste der sein. Der direkt über unserer Base.
Wollen wir natürlich gleich wieder zurückerobern. Somit, dass wir die schnell hochbekommen. Das war's auch von dieser netten Runde. Und ich würde sagen, wenn es euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da oder habt ihr noch Bock von anderen Kombinationen sowas zu haben oder sagen, ja, schon sowas, aber nicht in die Wiki-Extra rein, da nochmal was gucken. Ja, lasst mal das Flut das weg. Aber wenn ihr sowas. Opala, mein Fehl. Nochmal sowas haben wollt, dann schreibt in den Kommentaren. Dann machen wir es auch. Und lasst ein Däumchen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.